Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ja die neue Mai-Bestellung von Stampin' Up gemacht und war auch ein bisschen fleißig heute und habe mal so ein paar Karten ausprobiert. Und die will ich euch alle mal zeigen. Und ich fange mal an hier mit dieser ganz kleinen, einfachen Karte. Und zwar, ich kram noch mal die ganzen Sets raus, damit ich euch auch hier erzähle, womit ich das wirklich gemacht habe. Die habe ich mit diesem Set gemacht. Da habe ich einmal diesen Stempel hier verwendet. Vielen lieben Dank. Und drin habe ich diesen hier verwendet. Und zwar nicht nur für dein aufmerksames Geschenk, sondern auch für das Geschenk, dich zu kennen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe es. Das habe ich in Minzmakrone gestempelt und das ist also ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein blasser Ton. Ich mag den aber sehr gerne, diesen Farbton. Und hier unten habe ich aus diesem Set hier für Freunde dieses Ich hab dich so lieb. Das ist irgendwie gerade mein aktueller Lieblingsstempel. Den würde ich am liebsten überall drauf machen. Hier unten nochmal in Puderrosa drauf gestempelt. Ja, und das ist so ein ganz einfaches Kärtchen, um eben einfach mal Danke zu sagen. Und ja, ganz schlicht. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen Glitzersteinchen drauf machen oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas fehlt da irgendwie noch. Ich fand es jetzt aber ganz schön eigentlich mal, so ganz schlicht. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich sie so lasse oder ob ich noch ein bisschen Glitzer drauf mache. So, als nächstes habe ich hier eine bisschen traurige Karte. Und zwar habe ich die mit dem Set Rosenzauber gemacht. Und ja, das ist eine Beileidskarte. Also hier vorne aufrichtige Anteilnahme. Wenn man hier aufklappt, dann steht hier, für manche Dinge gibt es keine Worte. Und man kann sie auch zur anderen Seite noch aufklappen. Und hier ist dann dieser Bibelvers drin. Und ja, ich habe das alles hier in diesem Schiefergrau gestempelt. Und dieses Bändchen, was hier dran gebunden ist, das wird es im neuen Jahreshauptkatalog geben. Und das ist auch Minzmakrone. Damit habe ich übrigens auch diesen Spruch hier gestempelt. Ja, und dann einfach mit diesem Bändchen nur so eine Schleife gebunden und da einmal drumherum gewickelt. Und hier oben hatte ich irgendeinen Bordürenstanzer genommen. Das war der von, wo ich bei Lidl dieses Paket gekauft habe. Genau. Und diesen Stempel hier habe ich auch noch verwendet und habe mir den dann ausgeschnitten und eben ein bisschen dahinter geklebt und den hier eben mit Dimensionals aufgeklebt. Ja, das war diese Trauerkarte, auch eher schlicht. So, von Trauer kommen wir mal auf ganz bunt. Ganz krasser Sprung. Und hier habe ich dieses Set verwendet, und zwar die Brille, diese Karte und auch den Spruch, eine Tasche voll Sonnenschein. Dann habe ich mir hier so einen kleinen, na, will er nicht, doch, so ein kleines Label gemacht und hier mit dran gemacht und eben einmal die Tasche aufgestempelt und ausgestanzt. Innen drin ist gar nichts, weil ich ja noch nicht weiß, für wen und für was oder ob ich sie in meinen Shop stelle. Mal gucken. Vielleicht kommen die Karten auch einfach alle in den Shop. Das könnte auch passieren. Oder ich lasse hier als Reserve, wenn ich es dann mal brauche. Ja, und hier ist immer noch Platz, dass man hier auch ein Geldstück oder ein Geldschein oder was auch immer hineinpacken kann. Also hier oben hat man dann eben noch diese, zack, diese Tasche. So, ja, dann habe ich wieder dieses Set für Freunde verwendet. Und zwar unten, diese gute Freunde sind schwer zu finden. Und dann habe ich mir so eine Banderole gemacht. Und zwar aus dem Restpapier von dieser Karte. Und die habe ich dann hier so, also ihr seht, das war wie so ein Dreieck, sah das dann aus. Und das habe ich hier dann einfach zusammengeklebt und hier ein bisschen koloriert und dann hier oben drauf halt den Stempel. Und das Blümchen habe ich hier so ein bisschen hintergeklebt, damit es da gut zu passt. Ich wollte nicht, dass es mich hier stört, wenn ich die Banderole drüber schiebe. Deswegen habe ich es da direkt mit dran gemacht. Hier oben habe ich irgendwann mal Organza, nicht Stoff, sondern das ist so eine Rolle gewesen.
Und das habe ich in Gold, auf der anderen Seite ist es Silber und ich habe es noch in so einem Petrolton. Und da ist es auch auf der anderen Seite Silber. Und da habe ich mir ein Stückchen zurechtgeschnitten und einfach hier oben drauf geklebt. Ich finde das immer total edel. Und hier unten wieder in Minzmakrone. Also vorne auf der Banderole steht ja, gute Freunde sind schwer zu finden. Und hier drin steht dann, und du bist ein echter Glücksfall. Ja, und die finde ich auch total schön. Und hier hat man noch ein bisschen Platz für eine persönliche Nachricht. Ja, das ist ein bisschen friemlich, das hier wieder reinzumachen, weil ich die wirklich sehr knapp bemessen habe. Aber wenn man sie dann einmal drin hat, so, und dann gucke ich immer, dass ich hier ungefähr an diese Kante komme, dass es hier quasi so einen schönen Abschnitt gibt. Ja, das war diese Karte. Und dann komme ich auch schon zur letzten Karte. Und die letzte Karte ist eine Peekaboo-Karte, genau. Und wenn man die ist auch sehr, sehr schlicht noch gehalten, vorne gar nichts drauf, weil ich noch nicht weiß, wo, für wen ich diese Karte, also ich habe schon jemanden im Kopf, aber ich weiß es noch nicht genau, ob ich es für diese Person nehme. Wenn man sie aufmacht, dann kommt da oben ein Guckfenster und da steht dann, ich hab dich so lieb. Wie gesagt, mein momentaner wirklich Lieblingsstempel. Und hier unten habe ich dann diesen Stempel hier noch verwendet. Zum Glück habe ich dich gefunden. Und die Herzchen, die habe ich aus dem Set kurz gefasst. Das habe ich dann auch noch verwendet, weil ich diese Herzchen so schön fand. Und diese Herzen hier finde ich erstens nicht so schön und zweitens finde ich die auch viel zu klein. Und bei den neuen Sets waren sonst ja dieses Herzchen, aber das fand ich auch viel zu klein. Und deswegen habe ich mir das andere Set genommen. Genau, ja, ihr Lieben, das war schon an Karten, was ich so gewerkelt habe. Ja, vielleicht hat euch die ein oder andere Karte gefallen. Und wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, ob ich sie in den Shop packe oder ob ich sie ja für mich aufhebe, dass ich sie dann irgendwann verschenke. Aber ich glaube, die machen sich auch ganz gut im Shop. Ja, ihr Süßen. Dann lege ich euch die Karten noch mal ein bisschen ins Bild und verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, wann ihr das Video eben schaut. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.